Liebe Gischt, also liebe Gischte, ich will euch im Namen von der Wasserkorporation recht herzlich begrüßen zu der heutigen Einweihung vom neuen Dichtungsring. Mit dem Abschluss von dem für unsere Verhältnis grösseren Bauvorhaben geht eine intensive Zeit zu Ende. Nach einer längeren Planungsphase hat man eine öffentliche Ausschreibung gemacht, und zwar an Sanitär Krysion Partner, wo sich mit Freude bereit erklärt hat, den prestigeträchtigen Auftrag zu übernehmen. All die Huren Fremdwörter. Bauarbeiten, also die Bauarbeiten, sind dann auch zügig vorangegangen und man könnte mit einigem Stolz können wir sagen, dass vom ersten Gedanken für den neuen Dichtungsring bis zum ersten Liter Wasser, wo durchgelaufen ist, sage und schreibe rekordverdächtige 4 Jahre vergangen sind. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Dann möchte ich die Gelegenheit gehen nutzen, aus aktuellem Anlass noch ein paar kurze Gedanken zum Thema Wasser im Allgemeinen zu verlieren. In der Zeit von Wasserknappheit müssen wir uns über den Wert von dem kostbaren Gut bewusster denn je werden. Fahre ich also für die nächsten paar Minuten um eure Werte Aufmerksamkeit bitte. Danke. Wer kümmert sich heutzutage noch ernsthaft um den Benzinpreis, den Dieselpreis, Heizölpreis? Wer? In Zukunft geht es nämlich um ganz etwas anderes, nämlich um Hans Kommuns Wasser. Ich sage euch etwas. Wasser ist das Erdöl des 21. Jahrhunderts. In Zukunft heisst es nochmal, wie viel braucht dein Klapp auf 100 Kilometer? Sondern, wie viel sauft deine Frau am Tag? Ja, es ist natürlich verständlich, dass unter derig widrigen Rahmenbedingungen alltägliche Grundbedürfnisse zu einem Luxus wären. Ja, die könnten dann im Feierabend nach dem Ausgang nicht nur einfach ein Liter Wasser nachschütten und geht, dass am nächsten Morgen kein Grindweh haben. Das gibt es nicht. Selbst Grindweh wird dann einmal durchgestanden. Natürlich, die Naiveren unter euch, die sagen jetzt, mehr in die Schweiz. Das Wasserschloss von Europa. Was geht uns das an? Ich kann es euch sagen. Wasser ist ja ein Allgemeingut, also gehört der Allgemeinheit. Und der Mensch besteht ja zu rund 78% aus Wasser. Geht euch nicht was auf? Hä? Also gehört doch jeder Mensch zu 78% der Allgemeinheit. Ja, dann müsst ihr euch bewusst sein, gell? Was das für jeden Einzel von uns heißt. Gell, wenn jetzt die junge Dame da vorne, erste Reihe, sympathische Dame, gell? Wenn die junge Dame, ich sage mal 30, 40 Jahre, einmal ein Wasserknei überkommt, dann wird ihr das Wasserknei in Zukunft nochmal von der Krankenkasse gezahlt? Nein, ihr das Wasserknei wird in Zukunft vom Umweltamt subventioniert.
Ihres Wasserknäuel geht uns alle nebenan. Da müsst ihr euch bewusst sein. Will natürlich an dieser Stelle jetzt nicht nur schwarz malen, liebe Anwesende, man muss ja alle das Positive in der jeweiligen Situation, das muss man auch sehen. Und wir können uns in der Schweiz innen, können wir uns glücklich schätzen, dass wir momentan in der Regierung innen noch zahlreiche Wasserköpfe haben. Will aber gleichzeitig warnen, wenn wir nicht unheimlich aufpassen, dann wären auch dieselben Ressourcen irgendwann knapp. Und genau also müssen halt dann alle anfangen zu sperren. Schon gar die Welschen. Hä? Ja, vor allem die Welschen. Hä? Die Welschen ist recht. Weil bevor dieselben Welschen von uns irgendwann wieder irgendetwas glaubhaft fordern wollen, soll ich das erste Mal zu Genf vorne ihren kaputten Gehuren Hydrant flicken? Und zum Schluss noch Folgendes, verehrte Gäste. Weil ja der Wassermangel ein globales Thema ist, müssen wir auch anfangen, global zu denken. Wir müssen auch an die Entwicklungsländer denken, wo rein technisch sowieso auf dem Trockenen hockt. Es sind nämlich lang nicht alle in der Lage, sich extraorbitante Investitionen im Rahmen von unserem neuen Dichtungsring zu leisten. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, besteht ein Mensch aus rund 78% Wasser. Ein durchschnittlicher Mensch weckt ungefähr etwa 70 Kilogramm, also ohne die Amerikaner und Schwaben wären es etwa 60. Aber rein statistisch gehören halt auch die 7 zu der Menschheit. Jetzt fangen wir an rechnen mit der Voraussetzung, was das für unsere nahe Zukunft bedeutet. 78% von 70 Kilogramm Körpergewicht, das sind laut Adam Riese rund etwa 55 Liter reinstes Wasser. Und wenn man einmal rechnet, dass zum Beispiel in Afrika rund 900 Millionen Menschen leben, dann müsst ihr euch einmal die Wasserreserven von dem Land vorstellen. Und da sind die Elefanten noch nicht eingerechnet. Das sind Ressourcen, meine Damen und Herren. Hä? Und wir brauchen doch kein neues Atomkraftwerk. Und wir brauchen doch kein Gaskombikraftwerk. Und für die brauchen wir das. Für was haben wir denn internationale Partnerschaften? Die Afrikaner, nicht? Die könnten so in Zukunft für uns Strom produzieren und ein bisschen ihren Schuldenberg abbauen. Und wir könnten in unserem Gegenzug endlich einmal die Entwicklungshilfe sperren. Und genau das Geld, wo wir den Teil sperren, könnten wir in die Zukunft von unserem Land investieren. Und genau da, verehrte Gäste, schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zu unserem neuen Dichtungsring. Das Ziel darf nämlich nicht gerade sein, dass wir die Wasserversorgung auf Gemeindeebene langfristig können gewährleisten. Nein, das grosse Ziel muss sein, dass in ein paar Jahren die ganze Schweiz dicht ist.